Hello, ladies and gentlemen, und willkommen oder willkommen zurück zu The Binding of Isaac Repentance. Ich habe mir was vorgenommen, was wir heute machen, was sehr untypisch für mich ist, aber im Sinne aller, damit ich nicht ständig restarte, ich wollte erst rerun sagen, machen wir normale Greedruns. Ich wünsche dir einfach nur donaten. Ich weiß, dass das nicht effektiv ist. Wir müssen dann wieder einen Greedier Run mit Maggie machen, aber das ist der schnellste Weg, um Geld da reinzubekommen. Denn ich hoffe einfach, dass wir durch das mehr Geld die Maschine schneller voll kriegen. Des Weiteren, da dieser Run natürlich ein bisschen was kürzer sein wird als Greedier Run, weil ich hoffe, schnell durchzukommen, machen wir wahrscheinlich zwei Runs in einem. Sehr schön. Viel schlimmer geht kaum. Na gut. Nichtsdestotrotz auch noch eine Placebo. Ist ja klasse. Okay. Wir werden trotzdem wahrscheinlich den Devil Deal aufsuchen gleich. Denn ich hoffe einfach mal, dass wir irgendein Item finden, was Damage bufft. Health haben wir ja. Noch. Auch wenn man es gerade nicht sieht, weil ich die Retro Vision eingeschmissen habe. Die hatten wir übrigens ziemlich selten. Aber naja. Ich meine, auch den normalen Run habe ich natürlich noch nicht geschafft, ne? Wenn es nicht Zeug zum Unlocken gäbe, hätte ich ihn auch nicht mit Maggie gemacht, um ehrlich zu sein. Aber schaut mal. Ja, ich treffe selten. Ja, fair enough. Aber trotzdem, selbst wenn ich mal treffe, mache ich so wenig Damage. Ich komme noch nicht mal beim Greed Mode hinterher. Ich kann einfach nicht wirklich viel gerade machen, außer zuschauen und hoffen, dass wir ein gutes Item finden. Wenn ich merken sollte, dass da ein scheiß Item drin ist oder wir überhaupt da überhaupt nicht hinkommen, dann werde ich einfach restarten, weil das ist mir ehrlicherweise zu blöd. Da habe ich keinen Spaß dran und da ich weiß, dass ich es doppelt machen muss, habe ich auch absolut null Probleme damit, das Ganze wieder und wieder neu zu starten, bis ich halt einen Run habe, von dem ich sage, der lohnt sich. Denn wie gesagt, meine Intention jetzt ist nicht den Run schaffen, also natürlich auch, aber viel mehr Geld da rein zu bekommen. Und dafür nehme ich halt einiges in Kauf. Seht ihr, ich versuche das hier. Vielleicht starten wir sofort neu. Wir schauen mal. Denn hier ist nichts Vernünftiges dabei. Vielleicht machen wir bis zum ersten Boss Rush. Ja, ist super, super scheiße. Gibt mir doppelten Damage. Ich meine, vielleicht nehme ich es mal kurz mit für den. Und wenn es halt nicht wird, dann, also wenn ich jetzt getroffen werde, kriege ich 2 Herzen Damage. Und eigentlich sollte die Glass Cannon ziemlich stark sein und das ist sie auch. Aber selbst Maggie schafft es, die Glass Cannon schlecht aussehen zu lassen. Aber gut, sei es drum. Wenn wir einen guten Deal bekommen, war es das ja schon wert. Ich weiß nicht, wie kann man so einen Charakter hassen? Das ist schon nicht mehr feierlich. Ich hasse Maggie so sehr, wisst ihr das? Aber ja, ich denke da nach wie vor, das ist die richtige Wahl. Hier brauche ich potenziell weniger Items. Okay, da haben wir wieder die. Ja, seht ihr? Kann sein, dass ich jetzt hier sterbe. Das heißt, wir holen uns das Yamahat wieder. Mit dem Item, also das Death Skysy ist allerdings ganz gut. Schauen wir mal, ob wir uns ein bisschen was anlachen können am Anfang. Ah, das hätte ich gerne gehabt, aber na gut. 3 Schlüssel und dann gucken wir mal, dass wir möglich. Ach, können wir die nicht damit sogar? Ne. War was anderes. War eine Mod. Eine Charaktermod, um genau zu sein. Schauen wir einfach mal, dass wir hier einiges an Geld besorgen können. Wenn ja, dann ist gut. Und wenn nein, dann ist nicht gut. Health up, gut. Brauchen wir für die Devil Deals. Gehen wir schauen. High Priest, irrelevant. Das können wir nachher mitnehmen. In der Hoffnung. Also ich sag's euch ganz ehrlich, da kann auch mal was Gutes drin sein.
Ich weiß, wir hatten jetzt zweimal, glaube ich, The Poop und zweimal Lump oder einmal Lump of Coal, aber das ist nicht immer der Fall. Aber ja, zugegeben, die Ausbeute bisher war eher mau. Die Glass Cannon wäre jetzt natürlich ziemlich geil gewesen, weil die schießt eine große Träne in meinem Stil. Von meinen Tränenmodifikatoren. Und das heißt, jetzt hätte sie natürlich eine riesige Skythe geschmissen, die super viel Damage macht. Aber naja. Mit reduziertem Movement Speed. Naja, eher nicht so toll, ne? Die High Priest Card haben wir auch noch. Ich kann nicht. Ich kann die nicht outrunnen. Ich bin zu langsam. Ich kann den Gegner nicht entkommen. Das ist so schlecht. Wieso habe ich eigentlich Maggie? Ich hätte, wisst ihr was? Ich hätte einen anderen Charakter nehmen sollen. Wenn es mir darum nur geht, Geld zu bekommen, soll ich einen Charakter nehmen, mit dem ich Spaß habe, mit dem es schnell geht? Ja, ist dann langweiliger für euch. Sehe ich ein, aber was soll ich machen? Jetzt gerade laufe ich Gefahr, den Run überhaupt gar nicht zu schaffen. Und ich weiß nicht, ob euch das besser gefällt. Weil dann habt ihr effektiv nichts gesehen. Außer vielleicht, vielleicht einen unterhaltsamen Run. Vielleicht. War ja schon wieder Potenzial genug für mich, mich aufzuregen, wenn ich da jetzt Damage bekommen hätte, weil er in mir gespawnt ist. Potenzial hatte es. Eieiei. Wisst ihr, mir sind Glass Cannon Characters eigentlich wirklich viel lieber. Sowas mit Book of Belial, von mir aus auch nur ein Health, egal. Da kann ich mich aber wehren. Hier habe ich das Gefühl, ich kann es einfach nicht. Einfach zu einem, weil mir Damage fehlt, zum anderen, weil mir Speed fehlt, wie ihr hier gesehen habt. Ich sag euch, ich bin rechtzeitig ausgewichen. Gefällt mir nicht. Maggie ist wirklich für mich der allerschlimmste Charakter. Schlimmer als Lost, schlimmer als Forgotten oder was auch sonst nicht noch alles da ist. Für mich ist Maggie der dümmste Charakter im gesamten Spiel. Viel schlimmer ist, dass ich weiß, dass ich aber nochmal mit ihr einen Run machen muss. Und dann wird es nicht leichter. Leider, leider nicht. Man mag das gar nicht meinen, ne, dass nur 0,15 Speed, die fehlen, so viel ausmachen. Aber ich sage es euch, das ist für mich der Unterschied, was ich oder wem ich dodgen kann, wann ich wem dodgen kann und wann und wem nicht. Auch hier wieder, wie beim letzten Mal schon erwähnt, wenn wir natürlich Items aus dem Devil Deal bekommen, dann sparen wir uns natürlich Münzen und die sind wichtiger. Ach. Ja gut, der Penny würde sich natürlich anbieten, ne? Speed up und Flight. Ich habe mich gerade zwar beschwert über meine Geschwindigkeit, aber nicht für 2 Health. Für die 25 Münzen hingegen kaufe ich mir einfach ein neues Health ab. Dann haben wir immer noch Nettogewinn. Ich habe übrigens vergessen, das Ding mitzunehmen. Ich will es aber auch nicht hier lassen. Obwohl, weißt du was? Scheiß drauf. Ich habe es vergessen. Ich hätte es mitnehmen sollen. Ich hatte vor, es mitzunehmen. Hab's aber vergessen. Na gut. Ist dann halt so. Dafür sieht aber geldtechnisch das Ganze ganz ordentlich aus. Bob's Rotten Head hilft mir leider auch kein bisschen. Also weg mit dir. Raw Liver. Health ist gut. Können wir eintauschen. Gegen Devil Deal Items. Ja, und ich weiß, ne? Da war Flight dabei. Ich weiß. Und Speed Up, aber seid mal ehrlich. Hättet ihr das genommen? Wisst ihr was? Ich glaube ja. Vielleicht können wir dann im Kampf oder bei Chaos nehmen. Ach, weißt du was? Mal schauen. Nehmen wir uns mit für den Devil Deal. Chaos, wie gesagt, hebt sämtliche Restriktionen von Item Rooms auf.
Das heißt, wir können alles überall finden. Wenn wir jetzt natürlich mehr Damage machen, dann ist der Run relativ safe, weil wir uns die ganze Zeit durchheilen können. Ich krieg sie nicht kaputt. Wenn ich jetzt wieder verkacken sollte, dann schiebe ich es übrigens auf Chaos. Ich komme nicht weg. Ich komme buchstäblich nicht weg. Mein Gott, Maggie, du bist so schlecht. Weißt du das eigentlich? Ich hasse dich so sehr. Mit euch hatte ich doch beim letzten Mal schon Probleme, oder? Wart ihr das nicht? Gib mir einfach Brimstone, weißt du? Gib mir einfach Brimstone. Mehr brauche ich nicht. Super langweiliger Run dann. Übrigens ist es total dumm, was ich da mit Chaos gemacht habe. Weil wir dadurch natürlich jetzt, wie gesagt, die Item-Restriktion aufgehoben haben. Und jetzt könnte im Devil Deal, oder jetzt wird im Devil Deal wahrscheinlich viel Blödsinn auftauchen. Aber mal gucken. Heißt natürlich auf der anderen Seite, dass wir in den normalen Item Rooms oder so dafür recht geilen Kram finden können. Mal sehen. Chaos ist halt ein weiteres Luck-Item, ne? Kann gut sein, ist in der Regel auch wirklich gut. Aber auch die Regel hat Ausnahmen. Ich mache so wenig Damage. Ich glaube, ich hätte mir nicht die 9 Volt Batterie oder 4,5 Volt Batterie holen sollen. Ja. Ich weiß, es wäre klüger, erst auf Gurdy dazu gehen, aber ich muss natürlich die angreifen, die ich gerade angreifen kann. Das ist so schlecht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht mal das hat geklappt. Guckt euch an, wie wenig Damage das ist. Ich mag den Greedern wirklich gerne. Wirklich. Das ist wirklich für hier und da mal eine Runde zu machen, finde ich das echt angenehm. Wirklich, aber das kommt super auf den Charakter an. Und das hier ist einfach nicht schön. Das macht mir absolut keinen Spaß. Wisst ihr das? Und wenn du jetzt sagst, warum machst du es dann? Ja, weil ich es machen muss. Ganz einfach. Ich muss es machen. Ich muss Geld donaten. Wenn das Ganze allerdings, wie gesagt, gleich nicht klappen sollte, dann werde ich das wahrscheinlich aufs Green machen. Und dann werde ich das mit Azazel machen, bis wir da genügend Münzen drin haben. Also, schaut mal, ich kann nicht viel machen. Ja. Wie gesagt, wir machen noch einen Run, aber nicht mit ihr. Ich finde Maggie kacke und ich mache es so langweilig, wie es nur geht. Aber es ist mir jetzt auch völlig egal. Bevor ich die komplett, weißt du, bevor ich Lust daran verliere, mache ich es direkt. Mache ich es halt erfolgreich. Ich weiß, dass ich mit Lilith auf jeden Fall gewinnen werde. Ja, ist langweilig, gebe ich zu. Ich kann es nicht ändern. Ich brauche das Geld. Dummes Achievement. Dumme, also nicht Herausforderung, aber dumme Anforderung. Aber muss gemacht werden. Und leichter als mit Lilith geht es nicht. Deswegen gibt es jetzt halt auch 2 Runs. Maggie, wirklich. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen werde. Wenn wir in den Greedier Mode gehen mit Maggie, werde ich wahrscheinlich rerollen. Ich werde nicht jeden Run starten damit und versuchen durchzuziehen.
Das nimmt mir super den Spaß. Ihr merkt das mir an, ich bin abgefuckt davon, weil Maggie einfach schlecht ist. Maggie ist einfach nicht gut. Und jeder, der was anderes behauptet und sagt, ja, aber dafür hat sie viel Health, ja. Dann hast du halt keine Ahnung, sorry. Maggie ist schlecht. Genau wie ich gerade schlecht bin, weil ich vergessen habe, dieses Item zu drücken. Maggie, weißt du, wann Maggie gut ist? Wenn die einen, weiß ich nicht. Moment, wenn die einen Sacred Heart oder so bekommt. Aber wisst ihr, wer dann auch gut ist? Jeder andere Charakter auf diesem Planeten. Maggie ist einfach nicht besonders. Weißt du, durch diese fehlenden Stats ist es überhaupt schon eine Herausforderung, zum Devil Deal zu kommen. Oder Angel Deal. Und du bist einfach noch viel, viel mehr abhängig vom Glück. Als andere Charaktere. Isaac hat den D6. Eines der stärksten Items. Azazel kann fliegen. Eden, gut. Könnte schlechter sein. 1, 2, 3. Könnte schlechter sein. Forgotten. Soul, hat Flug, hat Spectral Tears, wenn er möchte. Hat die Bone Hearts, die dann quasi auch nicht als Red Heart Damage gelten. Für das Erreichen von Devil oder Angel Deals. Samson wird stärker, wenn er Damage nimmt. Das Book of Belial auch mit wenig Health. Aber da kann man sich wehren. Da kann man sich wehren. Mit Maggie kann ich ja noch nicht mal weglaufen. Ich weiß nicht, ob ich es gerade bei Last gesehen habe. Und ich hatte relativ guten Damage. Okay, natürlich. Ich hatte, glaube ich, eine Tears Down. Keine Speed Down Pille. Sie fängt ja einfach langsamer an. Stimmt. Aber ich weiß es nicht. Maggie ist kacke. Ganz einfach. Kacke, kacke, kacke. Und jeder einzelne Run mit Maggie nimmt mir super viel Motivation und Spaß. Deswegen, auf der einen Seite bin ich jetzt auch gar nicht enttäuscht, dass der Run im Normal Mode nicht geklappt hat. Weil ich weiß, er hätte mir eh nichts gebracht. Ich weiß, dass ich den im Hard Mode schaffen muss. Das wäre also nur ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen. Ich dachte, vielleicht kriegen wir irgendeinen Unlock. Vielleicht auch nicht. Spielt auch keine Rolle. Na gut, egal. Genug über Maggie geraged. Ich denke, meine Stellung zu ihr ist jetzt klar. Ja, schön. T0-Item nehmen wir natürlich gerne mit. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wie ja schon jemand von euch geschrieben hat, dass diese Donation Machines eine bestimmte Chance zu jammen haben und das ist abhängig vom Charakter. Soll heißen, ich kann nicht nur mit Lilith die Runs machen. Mit Maggie, weiß ich, haben wir noch nicht geschafft. Das heißt, wir hätten da auf jeden Fall die Chance gehabt, alles zu donaten. Die wäre nämlich erst sehr spät, ich glaube nach 30 Coins oder so auf 1% hochgesprungen. Ja, wir hätten also quasi nur Geld nach unten bringen müssen. Lilith ist, glaube ich, sogar schon bei 3%, dass sie jammt. Was erstmal nicht viel klingt, aber wenn man davon ausgeht, dass wir natürlich 99 Münzen donaten wollen, ist es halt schon mehr. Und das heißt, bei den nächsten Runs, die ich dann mit wem auch immer machen werde oder würde, ist die Chance natürlich immer noch nur 3% und oder schlechter. Auf der anderen Seite finde ich das aber auch gar nicht verkehrt. Also man sollte das nicht nur mit einem Charakter cheesen. Aber darauf wird es bei mir hinauslaufen. Danach nicht mehr. Danach nicht mehr. Danach möchte ich natürlich die ganzen Runs schaffen, so wie sie auch intended sind. Mit jedem Charakter Minimum einmal. Und das werden wir auch. Bestimmt. Seht ihr das Coole an Lilith? Einfach, ich brauche mir nicht mal Items kaufen. Und ich mache trotzdem genug Schaden. Wie gesagt, dieser Modus hier ist für Lilith einfach gemacht. Der ist einfach für sie gemacht. Ich werde ungeduldig, das ist das. Ich werde ungeduldig. Ich möchte die Sachen schneller schaffen. Ich will das Ganze zu Ende bringen. Und mache dadurch super viele Huddelsfehler, die sich verhindern ließen. Aber naja, es soll ja auch ein bisschen
Also ich meine, ihr seid nicht nur hier, um mich bei froher Laune zu sehen, oder? Einige von euch sind sehr sadistisch. Die mögen das, wenn ich mich aufrege. Wisst ihr was? Leuten wie euch sage ich, es ist genau richtig so. Weißt du mal, man muss auch ein bisschen schadenfroh sein. Das gehört dazu. Deswegen, Hut ab. Finde ich gut. Verstellt euch nicht. Picking up Swords grants stat buffs. Gut. Dann gucken wir auch hier nach. Ehrlicherweise weiß ich gar nicht, ob Black Hearts auch zählen. Einen Schlüssel nehmen wir mit. Rerun brauchen wir nicht. Runter. Eine Batterie würde ich mitnehmen. Beziehungsweise die 4,5 Volt Batterie. Die nehme ich mit. Alles andere fast egal. Außer wenn natürlich wir kommen auf 99 Münzen. Ghost Pepper. Super starkes Item. Super stark. Growth Hormones. Super Item. Haben wir eine Bombe? Können wir eine Bombe holen? Diesmal falle ich nicht drauf rein. Da können wir unsere Box aufladen. Ich möchte da oben das Ding gerne aufmachen. Ist das 4,5 Volt? Gut. Dann sind wir quasi fertig mit dem Run. Tears up. I found pills. Dann sind wir effektiv quasi durch. Dann kann ich jetzt auch noch Geld ausgeben, denn wir kommen ziemlich, ziemlich sicher auf 99. Eine Bombe. Oder ein Doppelpacker-Bomb. Nehme ich auch. Weißt du was? Dann behalt's. Diesen Run, und das sage ich ganz sicher, werden wir nicht verlieren. Voreilig, ich weiß, aber umso lustiger ist es, wenn ich nachher Unrecht hatte, oder? Dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, du und dein großes Maul. Aber das wird nicht passieren. Ghost Pepper alleine ist ein Carry-Item genug. 4,5 Volt auf hier Lilith. Na, besser geht's halt nicht, ne? Das ist quasi das Item. Das ist das Item, was es gilt zu bekommen. Der Rest jetzt ist komplett egal. Absolut. Und schaut, wie schnell ich den ganzen Kram wieder voll habe da oben. Ghost Pepper, ha? Hat man, glaube ich, noch nicht in einem Run. Wir hatten das Bird's Eye, was ähnliches. Feuer schießt, aber nicht genau das. Tears Up können wir uns nehmen und ein Eternal Heart. Oder einfach nur Damage Up. Ich nehme mir Tears Up. Wisst ihr auch warum? Weil mit einer erhöhten Tier Rate natürlich auch häufiger das Feuer getriggert wird. Ja, eigentlich mit Glück. Aber die Chance ist natürlich nicht höher, aber die Chance mal auf ein Feuer ist höher, wenn wir mehrere Tränen schießen. So. Egal, da klang irgendwo nach Schlüssel. Cool. Ich mache mir keine Gedanken hier. Wir werden... Ja, guck. Wir machen Stat-Ups. Da hinten können wir eine Bombe ausgeben. Ich glaube, das sollte für beide Schlüssel reichen. Genau. Und dann gucke ich auch unten nach. Es tut mir übrigens leid, Leute, ne? Wenn ich hier richtig salty bin. Mich ärgert sowas. Mich ärgert sowas. Pff, noch ein Level 0-Item. Ne, das nehmen wir nicht. Andersrum, warum entschuldige ich mich? Maggie ist halt einfach kacke. Vielleicht schaffen wir es aber mal, eine Beelzebub-Verwandlung zu bekommen. Die hatten wir auch noch nicht. Glaube ich jedenfalls. Das Sacred Fire hier, das Blue Fire, das löscht übrigens auch Flammen. Ist also nicht nur offensiv gut, ist auch defensiv ziemlich stark. Ich
Das ist heftig. Ich finde das super heftig, wie krass das eskaliert, wenn sie mal am Rollen ist. Weil durch mehrere Companions machen wir natürlich auch schneller mehr Schaden, ne? Und umso schneller ist unsere 4,5 Volt Batterie wieder getriggert und unser Item offen. Ich meine, schaut's euch an. Guckt euch den Boss an. Ich habe ganz vergessen, dass sie das am Ende macht. Aber auch das ist mir schnurzpiep egal. Ja, nehmen wir das auch noch. Das andere wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber dadurch, dass wir unsere 4,5 Volt Batterie haben, werden wir das häufiger aufladen können. Das heißt, wir kriegen mehr Wisps. Also, ziemlich sinnvoll. Damage brauchen wir wirklich nicht. Ich werde mir noch Chemical Peel, das ist 2 Damage Up, glaube ich. Damage for the Left Eye und Range Up, auch gut. Wir werden nochmal schauen oben, ob wir hier was finden können. Nichts Sinnvolles. Dennoch gibt es keinen Grund, irgendein allzu großes Risiko einzugehen. Ich werde trotzdem noch versuchen, an Soul Hearts zu kommen. Gut, hier werde ich natürlich getroffen. Ziemlich sicher. Oder sollte heute der Tag sein, wo ich nicht von diesen Gegnern getroffen werde? Glaubt ihr es? Kann das heute der Tag sein? Er war's. Jetzt ist alles offen. Ja, I know. Na los. Mach. Ich will das Ding wieder fertig haben. Ich glaube, mit Lilith haben wir da den Greedier Run schon gemacht? Nee, ne? Nee, auch nicht. Aber auch hier gibt keinen Grund. Erstmal. Solange ich noch nicht 999 in der Maschine hatte, gibt es keinen Grund, den zu machen. Denn, was wir dadurch freischalten, macht uns das zukünftige Sparen in sämtlichen Runs theoretisch leichter. Theoretisch. Was ich damit meine, werdet ihr sehen, wenn es soweit ist. Münzen. Es gibt tatsächlich nichts, was ich mir gerade kaufen würde. Kaufen wollen würde. Little Horn oder Guppy? Ne. Balls of Steel. Gut. Ja, Guppies Collar könnte ich mir holen, aber... Ach, weißt du was, komm. Kostet kein Geld, nehmen wir mit. Hier können wir schauen. Super verschwenderisch. Müssen wir überhaupt noch gucken? Nö, eigentlich nicht. Hätte ich gewusst, dass es hier Dings gibt. Placebo hätte ich meine Balls of Steel Pille gerade nicht verwendet. Ja, dieses Herz gibt tatsächlich auch was. Almond Milk. Weißt du was? Einfach nur, weil ich weiß, dass wir auf so viel kommen, nehmen wir das auch noch mit. Ich habe Almond Milk genommen, ne? Ich habe mich vertan. Das wollte ich nicht. Ich habe das mit diesem Koop-Baby verwechselt, um ehrlich zu sein. Shit. Jetzt hat unser Damage auf jeden Fall gut was abbekommen. Ob das so klug war? Naja. Ich weiß ja nicht. Hallo? Ach, komm schon. Und wenn ihr jetzt nicht mehr wisst, wer oder was hier schießt, willkommen in meiner Welt. Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich habe mich einfach im Item vertan, um ehrlich zu sein. Ich dachte, das wäre dieses Koop-Baby, wisst ihr? Was ein zufälliges Koop-Baby spawnt. Happens.
Ja, und dadurch haben wir wirklich einen krassen Einbruch an DPS, glaube ich. Unsichtbarkeit. Ich wollte gerade sagen, ich dachte eigentlich, ich wäre auf diese Dinger draufgegangen, aber scheinbar nicht. So, was hast du noch zu bieten? Das hier nehmen wir mit. Und ihr seht, normalerweise wäre es ein Damage Up, aber durch die Almond Milk haben wir einen Multiplier, einen negativen. Deswegen gibt es nur noch 0,38. Wir sind bei 99 Münzen. Ja, ne? Was ich halt am Bird's Eye so geil finde, nicht Bird's Eye, am Ghost Pepper ist, dass es, super, dass es natürlich mit Luck skaliert. Und es gibt Charaktere, die extrem viel Glück haben. Gezwungenermaßen. Und da ist es eigentlich, also dann könnt ihr davon ausgehen, dass quasi der normale Schuss ersetzt wird mit Feuer. Und ja, Almond Milk gibt uns sehr seltsame Tiers. Sehr seltsame Tiereffekte, richtig. Zielen ist nicht mehr so wirklich. Und Damage Down, aber dafür halt extrem hohe Tier Rate. Ich bin, keine Ahnung, also ich sehe jetzt gerade nicht wirklich viel. Aber was ich sehe, das ist die Power von der 4,5 Volt Batterie. Hallo Leute, stellt euch doch mal richtig auf. Die bewegen sich einfach nicht mit, guck mal. Ein Prozent. Hoffen wir mal, dass wir ein wenig was Glück haben. Wie gesagt, bis 30... Na. Bitte klemm dich dahinter. Alles, was über 30 ist, wäre schon in Ordnung. Ach, das ist super unlucky. Das ist einfach unlucky. 27 Münzen donated und bei einer 1%igen Chance gejammt. 27 mal 1% Chance, aber... Naja, gut. Was soll ich machen? Das waren quasi zwei Runs. Lade ich hoch, ich bin unzufrieden. Der letzte Run war allerdings ziemlich lustig. So muss es weitergehen. Tut mir leid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.